ich liebe es, mit Geräuschen zu arbeiten. Ich liebe es, Figuren mit der Stimme zu formen. Ich liebe es, Instrumente zu spielen, mit Musikern zusammenzuarbeiten. Und dann natürlich, wenn du mit der U-Bahn fährst, wenn du spazieren gehst, wenn du an der Currybude stehst, wenn du Politiker im Fernsehen siehst, Diskussionssendungen siehst, Filme guckst, wo seltsame Synchronstimmen vorkommen, die man sich irgendwie merkt, so Eddie Murphy-mäßig, hey Mann, was soll ich sagen, okay? Also das sind so Sachen, die man dann irgendwo mit einbaut, wenn du merkst, da ist ein flippiger Typ, dem gibst du jetzt mal die Stimme. Oder Alfons Zitterbacke, habe ich geliebt, das Hörspiel früher. Da war eine Kinderstimme, was mir mit Macaroni und Tomaten passierte, warum immer ich es bin. Ich ging einkaufen, Brot, Butter, Milch und so weiter. Der Typ ist bei mir immer der Zivi, der Azubi, der Praktikant, wenn der irgendwo auftaucht in irgendeiner Geschichte, der Assistent von irgendeinem Doktor. Dann ist es halt dieser etwas unbeleckte Typ, der ein großes fleischiges Herz hat, aber noch nicht so viel Lebenserfahrung. Und ich bemühe mich wirklich in jeder Stimmlage, die meiner natürlichen Stimmlage fremd ist, trotzdem der Figur sehr, sehr nah zu sein und das so zu erzählen, als wäre ich in dem Moment Wotan, als wäre ich Fricker, als wäre ich King Kong, als wäre ich eine Nymphe oder so. Also ich verwandle mich stimmlich, mimisch, gestisch in die Figuren und das ermöglicht mir sozusagen, die Figur in dem Moment so zu sein, dass man ihr auch glauben kann. Jetzt brauche ich nur gute Geschichten. Das waren bisher immer Filmstoffe, Katastrophensujets, Horror, Science-Fiction-Sachen, King Kong, der weiße Hai und so weiter. Ich setze mich nicht bewusst hin, jetzt beobachte ich mal, sondern es begegnet mir meistens. Natürlich begegnet man im Theater, wenn man da spielt, seltsamen Menschen, verschrobenen, speziellen Charakteren, Regisseure beispielsweise, sind eine Fundgrube, ist toll. Die haben Visionen, die sind irgendwie so in ihrem Morast drin und zerfleischen sich an der Aufgabe, da ein Stück zu inszenieren. Solche Leute sind spannend, die einfach wirklich, denen egal ist, wie sie sich verhalten, die einfach versuchen, einen Weg zu finden, um eine Geschichte zu erzählen. Ich nehme ja den Schwung, den Stapeltext, manchmal ist er so, manchmal ist er so, manchmal ist der Schriftgrad so, manchmal ist er so. Nehme mir das Skript, lese es stringent durch und mache mir, während ich lese, meine Anmerkungen. Das sieht dann am Ende aus wie eine Partitur. Ich mache Bindungen, Hebungen, Senkungen, schreibe mir Kürzel für die auftretenden Figuren hin, damit ich beim Lesen im Studio auch genau weiß, ah, das ist diese Figur, die hat also diese und diese und diese Stimmcharakteristik oder diese und diese und diese Haltung. Das schreibe ich mir alles rein. Das ist dann sehr, sieht aus, wie gesagt, wie eine Partitur, wie ein Brigitte-Strickmuster. Und im Studio habe ich das als Anhaltspunkt, um relativ stringent die Geschichte von vorn bis hinten zu erzählen. Als Kind fing das schon an, sehr, sehr viele Hörspiele natürlich gehört. Ich habe auch später, also Märchenhörspiele, normale Radiohörspiele, Krimis, Kinderschallplatten, dann aber auch Otto, Loriot, Helge Schneider, all diese Komiker oder Komödianten, die einfach auch mit einer großen Stimmenbreite arbeiten, um Figuren zu karikieren, groß zu machen, auch zu parodieren. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das natürlich auch nachempfunden habe, auswendig gelernt habe, auf dem Schulhof mit Freunden da mir die Geschichten von irgendwelchen Platten oder von irgendwelchen Komikern gegenseitig erzählt habe. Und ich hatte mir immer einen Kassettenrekorder gewünscht, bin in der DDR aufgewachsen, als die Wende kam, konnte ich mir einen leisten, vorher war das unerschwinglich. Und dann fing ich also an, mit Kassetten und Geräuscheschallplatten und so meine eigenen Geschichten zu erzählen, weil das natürlich in mir so lebte. Ich fand das immer toll und wollte also selber eigene Geschichten bauen, eigene Radioshows machen. Ich bin aufgrund einer Einsendung einer solchen Kassette, die ich gemacht habe, zum Rundfunk gekommen, habe ein Praktikum gemacht, 96, und habe dann peu à peu Schauspiel studiert. Im Rundfunk bin ich vorgekommen, in Hörspielen, in Moderation auch, als Sprecher und so weiter und nach dem Schauspielstudium auch im Theater. Und im Theater habe ich dieses Format, was aus dem Kinderzimmer kommt, im Grunde neu belebt. Es hieß Kaminski on Air. Erstmals live auf der Bühne vor Menschen gemacht. Und das begleitet mich im Grunde ganz naturgemäß. Es ist so das Stück Kind, was ich da in mir drin habe. Und mein größter Wunsch ist es, mit meiner Band, mit meinem Kaminski on Air Live-Hör-Spiel-Format auf Tour zu gehen, unterwegs zu sein, sechsmal, achtmal im Jahr den kompletten Ring des Nibelungen Deutschland beizuspielen, mein altes King Kong-Stück wieder rauszuholen. Ich mache im November eine neue Premiere, ein Science-Fiction-Stoff, wird heißen Es kam von oben. Das ist eine Adaption von verschiedenen Filmstoffen aus den 50er Jahren, soll ein Schwarz-Weiß-Hörspiel werden. Diese ganzen verschiedenen Live-Hörspiel-Geschichten, die möchte ich als saftiges Filetstück durch verschiedene deutsche Spielorte bringen. Top 5 in meinem Leben sind definitiv Lagerfeuer, das Meer, die Liebe, Musik und die Natur.